Es geht wieder los. Die zweite Auflage von Energie wird Natur im Regensburger Donau-Einkaufszentrum. Das Ziel, wie schon im vergangenen Jahr, Radfahren und dabei möglichst viel Energie erzeugen. Die Partner und Sponsoren spenden dann für jedes erradelte Watt, sodass am Ende Naturprojekte in der Region unterstützt werden können. Wie schon im letzten Jahr ist die REWAG mit an Bord. Neu hinzugekommen sind die VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz und das Autohaus Hofmann. Der Geschäftsführer des Donau-Einkaufszentrums, Thomas Zink, und Initiator Dirk Nissen freuten sich in ihrer Begrüßung sehr über die Wiederauflage der Aktion und es wurde klar, das Einkaufszentrum ist gerne auch in den nächsten Jahren mit dabei. Auch Stadtrat Dr. Thomas Burger, der in Vertretung der Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg vor Ort war, und Landrätin Tanja Schweiger freuten sich über die gemeinsame Aktion und radelten selbst mit. Ich bin heute Morgen gerne mit dabei, um eben den Startschuss zu geben. Das Landratsamt selber ist auch am Mittwochnachmittag nochmal mit einer Mannschaft vertreten. Ich finde die Aktion toll, um einfach deutlich zu machen, wie viel Aufwand braucht man auch, um ein paar Watt erzeugen zu können. Aber um natürlich auch in so einer Gemeinschaftsleistung zu sagen, das machen wir jetzt und wir treten für einen sinnvollen Zweck. Erneuerbare Energien, ganz wichtig, selbst erzeugen ist ganz ein wichtiges Thema. Also, tolle Sache und ich hoffe, dass möglichst viel die Woche noch vorbeikommen und auch mitmachen. Auch einige Sportler hatten den Weg zur Eröffnung gefunden und traten in die Pedale. Neben Extremsportlerin Holly Zimmermann war auch Christian Reitz, der bei den Olympischen Spielen in Rio die Goldmedaille mit der Schnellfeuerpistole gewonnen hatte, mit dabei. Ja, Spaß macht's auf jeden Fall. Super Idee, deswegen war ich auch relativ schnell mit dabei und macht Laune, kann ich nur jedem empfehlen, vorbeizukommen und selbst mal ein bisschen mitzumachen. Egal wie lange man durchhält, ob 5 Minuten, 10 Minuten, ist völlig egal. Man tut was für die Umwelt, man tut was für Umweltprojekte hier in Regensburg und Umgebung. Ich kann es nur jedem empfehlen. Nach der Eröffnung nahmen dann auch direkt die nächsten Sportler auf den Rädern Platz. Die erste Mannschaft der Eisbären Regensburg radelte 2 Stunden lang. Mit dabei war auch Neuzugang Patrick Berger. Ich finde es natürlich super, dass auch extrem viele Leute aus meiner Mannschaft da waren und auch das Ganze unterstützt haben, dieses ganze Projekt unterstützt haben. Natürlich haben wir geschwitzt, aber wenn man dann den Schweiß lässt für einen guten Zweck, dann ist das immer was Tolles und Gutes. Doch auch nach den 2 Stunden war noch nicht Schluss. Die Jungeisbären übernahmen auf den Rädern und traten für 2 weitere Stunden in die Pedale. Und so ging die Wattzahl bereits heute ordentlich nach oben und es ist ja noch genug Zeit diese Woche. Noch bis Samstag ist jeder eingeladen, selbst mitzuradeln und einen Teil zum Gelingen von Energie wird Natur beizutragen.